Guten Tag, herzlich willkommen und moin moin. Ranch Simulator zusammen weiter mit Salazar und Gerd aktuell. Moin moin. Moin moin. Ja, unser kleines, bald fertiges Hühnergehege nimmt Form an. Da wollen wir dann natürlich noch richtige Hühnerställe reinbauen. Erstmal kommen die Hühner vielleicht so da rein, müssen wir mal gucken. Und wir brauchen noch ein bisschen Geld. Wir werden uns wahrscheinlich gleich jetzt mal schlafen legen in unserer neuen Hütte. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir am nächsten Tag nochmal den Jäger abklappern, wegen diesem Jagdgewehr. Und dann müssen wir irgendwie noch an der Tankstelle den Anhänger abholen für den alten Herrn da oben. Und damit können wir dann auch noch eine gleich kleine einmal wieder tanken. Quest machen, tanken. Die Kanister. Ja. Das müssen wir. Ob dieses komische Box nicht jetzt auch auf dem Wagen stehen bleibt. Wenn wir demnächst wieder losfahren. So, ich gehe schon mal ins Schlafzimmer. Ihr geht ins Kinderzimmer. Oder wir nehmen die Matratzen mit in die Hütte. Kinderzimmer. Gehst du immer so früh rein? Speichern. So, ich schlafe. So, Kaffee Prost nochmal für die, die noch dabei sind. Ja, unsere Quest sozusagen Anhängerlieferung. Das werden wir auf jeden Fall heute versuchen, nach dem nächsten Morgen, wenn die dann auch mal geschlafen gegangen sind. Schwebt hier alles in der Luft. Oder macht er doch, guckt er noch Fernsehen? Nö. Sind auch schon wieder neue Bäume gewachsen, glaube ich, oder? Ah, diese kleinen Bäume hier, ne? Mhm. Ja, und die werden dann irgendwann groß und dann haben wir wieder Holz. Ja, wollen die Säge jetzt mal ein bisschen umsetzen. Hier vorne sind dann noch ein paar Bäume, wo er gerade ist. Mal die erstmal alle kurz und klein hauen hier. Die letzten drei, vier Stücke. Du nicht erst alle Stammen einmal abladdern? Nö. Form an. Du bist nach hier hinten. Hier ist aber schon wieder ein komischer Höhenunterschied im Zaun, oder? Aber das ist wahrscheinlich, weil das Land auch einfach so abfallend ist. Da kann man nichts machen. Da hat jemand die Eier eingesammelt? Ja. Der Basket kann man kurz sagen.
Wollen wir den Zaun nachher noch wieder weiß anmalen oder wie war das noch? Zum Beispiel. Farbe. Farbe kaufen irgendwo. Doch, auch Baumarkt war das, ne? Es gab diesen Mischapparat. Was so viele Bäume wir hier schon weggefällt haben. Das geht ja schnell. Platz machen für unsere Gebäude. Ja. In der Zukunft. Ach, wir sind schon ein bisschen effektiver als vorher geworden gefühlt. Das ging noch relativ schnell bisher. Aber es liegt natürlich auch wirklich an diesen Missionen, ne? Dadurch, dass man da irgendwie 3000 verdient hat. Und überlegt, wie viele Tiere mussten wir früher verkaufen. Also hier erledigen, bevor wir mal 3000 verdient hatten. Das ist ja eine ganz andere Welt. Ich mach schon mal so einen kleinen Vorschlag. Achso, nee, das ist. Die willst du hier freilaufen lassen, die Hühner, aber hier sind schon irgendwelche komischen Tröge oder sind die nur einfach so hier? Hättest du den anderen Stamm auch mitgenommen, Salsa oder? Danny? Auf der andere Platz? Welchen anderen Stamm? Die Stämme haben wir rübergebracht. Ah, okay. Ich hab die beiden Trüge da schon mal hingetan. Weil ja selbst wenn dann halt die Dinger da drin sind, die Hühner draußen rumlaufen und damit da auch essen wollen und trinken. Ja. Was im Weg ist. Ich mache nur schon mal so eine Blaupause hier hin, dass wir nachher so platzieren und nochmal umbauen. Das können wir mal gucken. Lass mal, dass wir das so zwei von diesen großen Stellen hier reinkriegen für 60 Hühner insgesamt. Zweiten liegt vielleicht am Höhenunterschied oder so, dass er es nicht so richtig will. Oder dem, was hier auf dem Boden liegt. Wegmach. Das noch nicht. Nicht so viel die Abstand andere eigentlich 45 Grad umgesetzt werden. Beide nebeneinander, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen dieses Höhenunterschied oder so, ich weiß nicht genau. Hier sind wir ziemlich abschüssig. Bist du schon losgerast oder was ist hier los? Ich bin einmal weit gefahren unter alle Bäume ab. Wir wollen jetzt einfach diese Anhängerlieferung noch machen, oder? Anhängerlieferung. Ja. Also damit leben soll er sein oder soll er, wie meinst du? Ich danke dir für den Sub. Vielen Dank. Wo ist er denn jetzt, unser Fahrer hier? In der Nähe. So können wir das lassen, oder? Einigermaßen. Ungefähr auf gleicher Höhe, obwohl nicht ganz parallel zum Zaun hinten, aber ungefähr, ne? Wenn man sich das anguckt, die Flucht, ich glaube, das geht schon. Ja, das ist schon in Ordnung. Thank you.
Was? Kommst du mit oder nicht? Sonst fahre ich schnell alleine zur Tanke. Achso, sollen wir den Kanister noch mitnehmen? Beiden Kanister. Hm. Ich bin beiden leer. Ganz gut. Fleischtruhe. Gut, danke dir für den 32. Monat. Vielen Dank fürs Wort. Danke, vielen Dank. Ausmachen, was ausmachen. Ist ein bisschen was drin, aber. Wege ausmachen. So, müssen. Langsam also. Tschüss. Wenn wir wiederkommen, haben wir 60 Hühner, ne? Wir brauchen noch diese Brütungsmaschine da. Diese haben von wegen, keinen Hahn. Bei den Hahn und diese Befruchtung von wegen Eidurchleutungsmaschine. So, wo ist ein Anhänger für den alten? Ja, so, erstmal tanken. Los. Hä? Wie kannst du flau? Okay. Der war fast leer, oder? Apparat braucht man doch nicht. Welchen Apparat meinst du? Ja. Die Eierchecker. Weiß ich nicht, ich fand es gut, zu leuchten und zu gucken, welche benutzt werden können, welche nicht. Oh, warte. Nein. Bisschen voraus. Ein Stück. Oh. Wie mache ich das? Wir können den großen Anhänger ziehen, der kleine. Oh. Anhängen. Flip und enter Auto. Einmal hopp, raus. Hopp. Ich kann ihn nicht anklicken. Ich hab. Oh ja. Einen Tank brauchen wir auch bei uns. So, Papa, dann fahren wir da irgendwie hin. Das ist voll. Wird nichts eingeblendet, wo wir hin sollen, ne? Diese Weg verfolgen. Ende der Straße rechts abbiegen. Hier schon? Nee, links. Ja, hier rechts. Rechts. Links. Rechts. Jetzt gehst du über den Berg. Nach Wasser. Wir wollen noch zu dem Typen, oder nicht? Ja. Das sehe ich auch. Du wirst, hier hinfahren. Wenn ich am Strand längs fahren. Oh, oh. Nicht in Wasser. Ich habe eigentlich niemals probiert, ob wir im Wasser fahren können. Ich auch nicht. Einmal Pirouette. Von vorne geguckt, war hier so lange noch immer. Zack. Ein Baum.
15 Anhänger. Oh, ja, sollen wir das einfach zu ihm nach vorne kauen und dann sagen, jo, hier hast du deinen Anhänger, oder? Ich denke, ich habe keine Ahnung. Ho! Ach, schnackst du mal mit dem Heini? Ja. Wie heißt es noch hier an? Anhängerlieferung. 120. Schön. Mensch, dafür arbeiten wir. Ja, noch mehr für uns? Goodbye. Da kannst du ja schießen. Ich meine, jetzt haben wir ja alles, ne? Ja, das Zeug. Ja. Da haben wir der Hunter noch. Kann man nicht. Achso. Gut. Dann können wir noch ein paar Bäume bei ihm klauen. Raufstapeln, ein bisschen Holz mitnehmen. Geld, wie viel haben wir denn jetzt? Ach, hier. Ist hier links? Wir haben 404,50 Euro. Was hätten Sie gerne am Baumaterial noch? Herr Salazar? Für die Hühnerstelle brauchen wir Eisen. Eisen, okay. Ein bisschen was könnten wir einkaufen. Wahrscheinlich noch nicht alles, aber ein bisschen. Die Wassertruhe. Und der Brunnen muss ich da gucken. Metall 52 für einen. Haben wir noch nicht das Geld. Oh. Nein. Und für den Brunnen 20 Zement. Das haben wir. Nachtragungseinschaltung. Zwanzig Zement. Für den Brunnen, ja, das kriegen wir ja hin. Wieder nicht noch ein Kanister, wo ist der jetzt hin? Da. Dreihundert. Vielleicht nicht mal für einen Stall, ne? Fleisch in der Truhe, ja, ne? Ein Stück aber nur glaube, so. Ne? Ja. Dann los. Beef, Chicken, Sausage, Pork, Sausage, 1.8. 45. Gerade noch mitgekommen. Ja. Das Stück fährt man aber jetzt so schlecht. Unglaublich. So, bumm. Und zack, gegen die Fahne. So, was soll das gleich zum Baumaterial? Ja.
Aber sag gut, das wäre traurig. Steht hier so gebeugt, guckt sich den Zaun an. Salazar ist alt. Alt und gebrechlich. Erlöse uns. Ja, so richtig viel Geld brachten die Eier nicht. Nachher eine Menge schon, ne? Und irgendwie als Beimischung zum Fleisch war das ja irgendwie schon nachher gut. Da sind sie nachher tragbar und bringen was. Und nachher macht es halt auch so ein bisschen die Menge dann noch. Eigentlich können die Hühner da rein. Ich habe Essen da reingepackt. Hm. Dann können wir den kleinen Stall abreißen oder was? Ja. Ja, also jedes Huhn eins in die Hand nehmen und rübertragen. Guckt so komisch. Letzte. Nicht, dass es dann unter dem Stall nachher die Eier legt. Hm. Auch blöd, oder? Ja. Na, immerhin haben wir den Boden fertig. Ja. So viele Eier legen die eh noch nicht. Bevor wir die Gehege fertig haben, müssen wir eh noch knapp 1000 verdienen. Quests, glaube ich, haben wir alle gemacht, mit denen man Geld verdienen kann. Den Jäger wollen wir noch besuchen. Das machen wir dann am nächsten Tag und auch in der nächsten Folge. Das wird heute nichts mehr. Denn dann kommen wir schon wieder zum Ende, Leute. Nehmen wir mal die Luftmatratze mit ins, packen das mal ins Haus. Hier noch irgendwo Schlafplätze einrichten. Hier kann man nicht. In der Küche könnte man schlafen. Nicht so schön, der Stuhl gefällt nicht. Wohnzimmer ist jetzt noch eine Matratze mit mir gekommen. Letzte kannst du nicht nehmen, weil der ist der Colin noch am Schlafen. So. Da schläft jemand, steht er auch. Ja, okay. Viel besser. Hast du den Ofen angemacht? Herz. Da hinten steht ein Tier, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, warum nicht. Fleisch. Einmal Fleisch. Einmal Fleisch. So. Einmal Truhe. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Gut, liebe Leute, dann danke fürs Reinschalten. Wieder sind wir noch in der Runde Ranch im Lato, ey man. Zinkt hier noch eine Bank? Weiß nicht. Ja. Kaputt gemacht.
eine Stunde, bis wir schlafen können. Ne? Ja, von daher machen wir jetzt erstmal eine Folgenpause. Ich mach mal hier. Abreißen. Schön. Das ist eine offene Garage. Voll. Ich einreisen, oder? Nee. Ich werde die Matratze doch eh noch nicht loswerden. Nee. Glaube ich so erstmal so. Ne? Wenn wir mal demnächst gucken am nächsten Tag, wie viel Geld Hühnereier nochmal bringen. Immerhin haben wir ja 10 Stück hier. Das 20, 30, 50, keine Ahnung was ist. Und dann werden wir den Jäger mal besuchen. Gut, liebe Leute, kurze Pause wieder. Natürlich auf Twitch. Vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube. Bis zur nächsten Folge. Und ja, tschüss. Tschüss.